Sehr geehrte Damen und Herren, hochgeschätzte Festversammlung, Ladies and Gentlemen, what a great pleasure to welcome you here at the MCI. Ich freue mich, Sie im Namen der Unternehmerischen Hochschule, etwa 1100 Gäste in der Dogana und mehr als 100 festlich gekleidete, mit geistiger Muskelkraft aufmunitionierte junge Menschen vor uns zu sehen, um den heutigen Abschluss den akademischen Grad entgegenzunehmen. Nun, was kann man an so einem Tag mitgeben? Zum einen natürlich das große Danke
das Danke, dass Sie uns Ihr Vertrauen geschenkt haben. Das große Danke an Sie im Publikum, die Sie hier, diese jungen Menschen, von Kindesbeinen an gefördert und gefordert haben, ihnen beigestanden sind, mit ihnen mitgefiebert haben, sie haben verzichtet, sie haben gespart, sie haben gebankt, sie haben sie ausgeborgt an uns, sie haben viele freie Wochenenden und Wochen und Jahre auf diese lieben Menschen verzichten müssen, die unter Stress standen, die vor Prüfungen standen, und heute bekommen sie sie wohlbehalten zurück. Nun, die Unternehmerische Hochschule, von der Sie Ihren Abschluss entgegennehmen, ist eine Idee, die vor etwas mehr als 25 Jahren ins Leben gerufen wurde, um gewissermaßen ein zweites Standbein zur öffentlichen Universität ins Leben zu rufen, das dafür da sein soll, eine Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, zwischen Wissenschaft und Technologie und Anwendung, zwischen Erkenntnisgewinn und Lösungserzeugnis herzustellen. Nun sehen Sie Studierende, angehende Alumni, die diesen Weg beschritten haben. Und was mich so ganz besonders stolz macht und froh stimmt an diesen jungen Menschen, hat damit zu tun, dass Sie, wenn Sie Medien aufschlagen, wenn Sie von Radio bis Social Media, von Fernsehen bis Zeitung, dass Sie eigentlich glauben würden, die Welt wäre ein Jammertal. Ich spreche nicht von den furchtbaren Begebenheiten in der Ukraine, wo Europa jetzt Gott sei Dank zusammensteht. Ich spreche nicht von den Spitälern, die voll sind, wenn jemand erkrankt. Dort haben schwierige Menschen, also in schwierigen Situationen, haben Menschen diese Lebenssituation zu meistern. Da darf man durchaus auch einmal verzagt sein. Insgesamt aber leben wir in einem Land, an einem Standort, den wir selbst und nur wir selbst in der Hand haben. Und dass diese Menschen diesen Standort, diese Verantwortung übernehmen und übernommen haben, indem sie nicht sich dauernd beklagen, nur fordern, nur kritisieren und nur im stillen Kämmerlein sich wünschen und sagen, irgendjemand müsste halt was tun, man sollte etwas bewegen, man sollte etwas tun, es wäre etwas zu tun, sondern diese jungen Menschen haben gesagt, ich mache, ich übernehme Verantwortung, ich stelle mich der Herausforderung, ich werfe meinen Hut in den Ring auf das Risiko, dass ich keinen Studienplatz bekomme. Ich stelle mich diesen Challenges, Sie haben geschwitzt, Sie haben wahrscheinlich auch ab und zu über uns geflucht, wenn es um Prüfungen ging. Aber Leistung, meine Damen und Herren, ist nichts Verkrampftes, sondern ist etwas unglaublich Schönes. Zeigen zu können, was man kann, was man drauf hat, das ermöglicht Entwicklung, das ergibt Stolz, das ergibt Zufriedenheit. Und nicht fordern und nicht Geschenke. Wir müssen endlich einmal lernen, dass wir es sind, die den Standort in der Hand haben, die den Wohlstand in der Hand haben. Dass Wohlstand ohne Leistung nicht möglich sein wird, sollten vielleicht die Letzten begriffen haben. Dass Energie und Wärme und Haushalte und Produktion und Güter und Dienstleistungen nicht möglich sind, wenn sie nicht erzeugt werden und wenn es nicht jemand tut, sollten vielleicht die Letzten begriffen haben. Und dass eben genau eines, Leistung, nichts Schlimmes ist, sondern was sie Menschen geben sollten, sind keine Geschenke, was sie Menschen geben sollten, sind Chancen. Chancen brauchen Menschen. Und das Schlimmste, was man Menschen antun kann, ist eigentlich immer nur, und das gilt insbesondere aber nicht nur für junge Menschen, ihnen nichts zuzutrauen. Und sich selbst möglicherweise nichts zuzutrauen. Und das ist das, was wir heute symbolisch mit der Überreichung der Diplome
zum Ausdruck bringen wollen, dass sie sich dieser allgemeinen Haltung, dass eigentlich alles schlimm wäre, alles verloren wäre, alles nach unten ginge, dass sie sich diesem Gedanken entgegengestellt haben und Beispiel geben dafür, was alles möglich ist. Wissen Sie, sehr verehrte Damen und Herren, diese Leistung, die hier erbracht wurde, wird aber nicht von Ihnen allein erbracht, sondern es braucht Menschen, die Sie an der Hand nehmen, die Sie fordern und fördern. Und Sie im Publikum wurden schon angesprochen und zu Recht angesprochen. Ohne Sie im Publikum könnten Sie heute nicht da sein. Ich möchte aber ganz besonders Menschen ansprechen, die Sie jetzt in den letzten Jahren an der Hand genommen haben. Unser Team, mittlerweile etwa 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir, Sie können sich vielleicht erinnern, wir haben mit einem geborgten Schreibtisch begonnen, den wir aus dem Keller von der Universität herausgeholt haben. Heute 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am kleinen MCI, die aus 30 unterschiedlichen Nationen kommen, mehr als 1000 Lehrende aus 40, 50 Ländern, die regelmäßig zu uns kommen, um sie zu begleiten. Und dieses akademische Team, dieses Team in Management, Forschung, Lehre und Administration hat sie in den letzten Jahren an der Hand genommen. Wir begleiten motivierte Menschen, Mentoring the Motivated. Das ist das, wofür wir stehen und dafür möchte ich meinem Team danken, ganz besonders heute aber stellvertretend den drei Persönlichkeiten, die Ihnen die akademischen Grade überreichen werden. Das ist der Leiter unseres Hochschulkollegiums, Herr Universitätsprofessor Dr. Franz Becker und die beiden Professoren, Doktoren Ralf Geimeier und Andreas Merle, umgeben von ihrem blühenden Team. Ich werde ab und zu gefragt, ob wir eine Modelagentur betreiben. Nein, es ist einfach unser blühendes Team. Großes Danke für alles, was ihr geleistet habt. Und nun, ich möchte Ihnen nicht allzu lange hier im Wege stehen, bevor Sie Ihre wohlverdienten Auszeichnungen bekommen. Aber vielleicht gebe ich Ihnen eines mit. Nur was Sie versuchen, können Sie auch erreichen. Nur was Sie versuchen, können Sie auch erreichen. Und es geht viel, viel mehr, als Sie sich vielleicht gedacht haben. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass so viele andere sich denken, es ginge ohnehin nicht, umso größer sind ihre Chancen. Und das darf ich in einer kleinen Anekdote, die im Management herumgeistert, vielleicht zum Ausdruck bringen oder zusammenzufassen. Es gehen zwei Wanderer in der Wüste. Auf einmal bewegt sich am Horizont etwas, ein schwarzer Punkt. Er kommt näher, schnell. Man erkennt, es ist ein Löwe. Furchtbar. Und er ist riesig. Und die beiden blicken einander an. Jetzt ist es geschehen um uns. Bleich. Nichts zu verstecken, kein Baum zum Hinaufklettern. Da fasst sich der eine ein Herz. Nimmt seinen Rucksack von den Schultern, nimmt seine Sportschuhe heraus und beginnt sie anzuziehen. Blickt ihn sein Kollege verwundert an und sagt dir, was tust du? Glaubst du wirklich, dass du schneller sein wirst als der Löwe? Antwort, nicht schneller als der Löwe, schneller als du. Und die meisten Menschen glauben, dass das eigentlich ein ganz brutaler Witz ist, dass Management und alle diese Dinge so rücksichtslos wären. Wir sehen das völlig anders. Es geht genau darum, dass so viele Menschen an Leistung, an Erfolg, an Projekten und so weiter scheitern, weil sie glauben, sie müssten den Löwen bezwingen. Sie müssen nur etwas schneller, etwas tüchtiger, etwas mutiger, etwas risikobehafteter, etwas fleißiger oder einfach nur etwas früher aufstehen und länger arbeiten als der Durchschnitt.
dann werden Sie, und das haben Sie gezeigt, in Ihrem Leben sehr, sehr vieles bewegen können. Dafür wünsche ich Ihnen alles, alles Gute. Genießen Sie diesen festlichen Tag. Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Rektor, 25 Jahre gibt es Sie nun, die Unternehmerische Hochschule in Innsbruck, das MCI. Diese Hochschule ist solide gebaut, und zwar auf einer äußerst tragfähigen Idee. Auf der Idee, Menschen zu begleiten, ihnen zu helfen, ihre Ideen in die Tat umzusetzen, ihnen mehr und mehr Wissen zu vermitteln, wenn sie nach der ersten Antwort einfach weiterfragen, ihnen Brücken zu bauen, wenn sie einen scheinbar unüberwindbaren Graben erreichen, und das alles voller Optimismus und Mut. Diese Idee bewegt etwas. Sie bewegt etwas, weil sie auf Menschen setzt, die etwas bewegen wollen. Das Ergebnis spricht für sich. Ein gestärkter Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Tirol, erneuerbare Energien und Umweltschutz als zentrale Forschungsthemen und neue Patente und Technologien, die weltweit genutzt werden, das ist alles schon sehr beachtlich. Meine eigene akademische Laufbahn hat, wie Sie vielleicht wissen, in Innsbruck begonnen. Diese Zeit habe ich in guter Erinnerung an das Institut für Finanzwissenschaft, teilen der Rektor des MCI und ich sogar die eine oder andere Erinnerung. Auf dem Sektor der akademischen Bildung hat sich in Innsbruck seit meiner Zeit viel getan. Etliche Bildungseinrichtungen haben sich vernetzt, Synergien gebildet und aus Innsbruck eine lebendige Universitätsstadt gemacht. Und dazu hat das MCI einen wesentlichen Beitrag geleistet, auf den Sie getrost stolz sein können. Eine herzliche Gratulation zu allem, was Sie in den letzten 25 Jahren erreicht haben, und meine besten Wünsche für alles, was Sie noch erreichen wollen. Ich bin mir sicher, mit dem Leitmotiv, motivierte Menschen zu begleiten, werden Sie das auch. Alles Gute und viel Erfolg. I'm honored to deliver this video message and offer my sincere congratulations to you. You have put in huge efforts to get to where you are. And you have done this during the most trying of times, in the middle of a global pandemic that has drastically altered how we learn, work, and live. I take this opportunity to salute your achievements and offer my sincere congratulations to your proud families. I'm confident that you can change the world. Congratulations once again. Congratulations to all of you. You have managed. Thanks to your dedicated professors and to your personal strength, you have got your diploma. Now, in school you have learned the how to do it. Now, in your professional life, you have to apply it. I wish you all the best for this. Hi everyone. When Andreas invited me to make a small contribution to your graduation celebrations, I had no hesitation in replying yes immediately. As you can see, I've thrown myself into the occasion by wearing my doctoral graduation bonnet. Henry Ford was so right when he said that anyone who stops learning is old, whether at 20 or 80. Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young. And so I personally wish each of you the very best in your careers. I hope you and your families remain safe and well in these worrying times. And I also hope that you stay in touch. On that note, Prost and adieu. Congratulations to each and every one of you students on the monumental accomplishment of your graduation. You new graduates
are uniquely positioned with this extraordinary academic journey that you have completed at MCI Innsbruck to make a dramatic, significant, and immediate impact on the world at large. And I can assure you today, this world needs you and your contributions. And I look forward to monitoring, observing, and acknowledging the tremendous contributions that each and every one of you graduates will be positioned to make in the years to come. Today you're graduating, a new chapter in your life is starting, and I'm sure it will be a wonderful chapter. Celebrate, be proud of yourself, and I hope that our paths will cross in real life soon. Hearty congratulations on your graduation from MCI. I bring greetings to you on behalf of the University of Nebraska at Omaha. On this occasion, I'm pleased to share with you a few ideas that helped me through my life journey. The first is actually a very simple idea. Make connections and take initiative. See, very simple, but very powerful. And that is the bedrock of professional success. Now take a moment and think about who inspires you the most. From where do you seek inspiration? Perhaps you are ignoring the most powerful source of inspiration. That source is actually nearby. That source is within you, within yourself. So you should dig deep within yourself and access that reservoir, harness that energy. And that is the greatest source of inspiration. Inspiration leads to motivation. Motivation leads to confidence. And confidence leads to success. As you can see, these ideas are not complicated. They're simple ideas, but very profound ideas that will help you. So once again, hearty congratulations. Have fun. Enjoy your achievements. First of all, congratulations for the wonderful achievement of successfully finalizing your studies. Thank your families, your friends, and everyone who has supported you through your studies. I can imagine that you must feel very excited at the new chapter in your life and career. But you might also experience a sense of uncertainty, especially during these challenging times. Dear graduates, I'm certain you will all find your way, so use this special occasion not to think about what will come, but to celebrate. Today, you should think how far you have already come. Be grateful for having had this opportunity to study and thankful to everyone who supported you along the way. Remember the obstacles and rough patch you have faced and think of all the fun times you had, the friendship you shaped, the parties you have attended, hopefully before Corona, the knowledge and experience you have gained. Today, you can truly be proud of yourself. Again, congratulations. Verehrte Festgäste, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, liebe Angehörige, liebe Freunde und Freundinnen unserer Absolventinnen und Absolventen, aber vor allen Dingen, liebe Absolventinnen und Absolventen, es ist mir heute eine große Freude und Ehre, als Leiter des Hochschulkollegiums am MC diese Promotion und Sponsion mit Ihnen durchzuführen. Es ist mir eine besondere Freude, vor allen Dingen auch deshalb, weil einige doch im Rahmen meiner Lehrveranstaltungen und auch der Prüfungen mir begegnet sind. Und ich freue mich, dass ich Ihnen jetzt etwas zurückgeben kann von dem, was ich von Ihnen bisher gefordert habe. Die heutige
Sponsion dient dazu, die Abschlüsse im Bachelorstudium Management und Recht, im Masterstudium International Business and Law, im Bachelorstudium Mechatronik, im Masterstudium Mechatronik oder Mechatronics und Smart Technologies oder Smart Technologie sowie des Masterstudiums Medical Technologies zu verleihen. Ein Studium bedeutet, seine Talente und seine Stärken zu entfalten und vielleicht, wenn man vor dem Löwen davonläuft, auch zu wissen, dass man durch den heißen Sand gehend vorher Sandalen tragen sollte, bevor man sie in Turnschuhe wechselt. Es heißt, Dinge zu hinterfragen, es heißt, Eindrücke und Gelerntes zu reflektieren, den Weg zum Erfolg zu finden, immer neugierig zu sein, immer am Puls zu bleiben und dem Neuen zu folgen. Sie alle haben durch viele Jahre hindurch jetzt diese Herausforderungen am MC gut gemeistert. Jeder Einzelne von Ihnen kann auf diesen Erfolg und diese Leistung mit Recht stolz sein. Namens des Hochschulkollegiums möchte ich Ihnen dazu und auch persönlich sehr herzlich gratulieren. Die heutige Sponsion bildet den formalen Abschluss Ihres akademischen Studiums und die offizielle Verleihung der Diplome ist deren Inhalt. Sie haben durch die Approbation und Verteidigung Ihrer Bachelor- und Masterarbeiten und vor allen Dingen auch durch das erfolgreiche Bestehen der Bachelor- und Masterprüfungen alle Voraussetzungen hierfür erfüllt. Mit der Ablegung des Gelöbnisses darf ich Ihnen dann gemeinsam mit den Studiengangsleitern den Bachelor of Arts oder den Bachelor of Science, den Master of Arts oder den Master of Science verleihen. Und es freut mich als Vertreter des MCs insbesondere, dass Sie befugt sind, diesem Titel auch das Kürzel MCI anzufügen, damit Sie dadurch zum Ausdruck bringen können, an welcher Hochschule Sie und mit welcher Qualität Sie hier ausgebildet wurden. Respected graduates, studying implies to develop and unfold your personal strengths and interests, as well as to critically reflect and analyze knowledge and skills you acquired during your studies. Learning means to remain curious for the rest of your lives to find your personal and individual way to success. Over the last few years, you have mastered many of these challenges, and every single one of you can be truly proud of this achievement. On behalf of the MCI Academic Council, I would like to congratulate you on your success. Upon the taking of the oath, the academic titles Bachelor of Arts, Bachelor of Science, Master of Arts, Master of Science will be conferred on to you. You are fully entitled to add the addendum MCI to your title to express the quality of your degrees. Ich darf Sie nun bitten, zur Ablegung des Gelöbnisses sich zu erheben und darf Kollegen Johannes Kogler, Studierender des Bachelorstudiums Mechatronik und Kollegen Egon Veit, Studierender des Masterstudiums International Business and Law, vorzukommen. Kollege Kogler wird stellvertretend für alle Studierenden die Gelöbnisformel in Deutsch und Herr Kollege Veit dieselbe in Englisch wiederholen. Herr Kollege Kogler. Was ist das? Oder Sie schauen mich so fragend an. Alles bereit, gut. Also, ich verspreche. Ich verspreche. Den Wissenschaften in Wahrhaftigkeit zu dienen. Den Wissenschaften in Wahrhaftigkeit zu dienen. Ihre Ziele zu fördern. Ihre Ziele zu fördern. Das durch das Studium erworbene Wissen verantwortungsvoll einzusetzen. Das durch das Studium erworbene Wissen verantwortungsvoll einzusetzen. Und dadurch an der Lösung der Probleme der menschlichen Gesellschaft mitzuwirken. Und dadurch an der Lösung der Probleme der menschlichen Gesellschaft mitzuwirken. Ich verspreche meinem Verhalten, das allgemeine Wohl zu beachten. Ich verspreche, in meinem Verhalten das allgemeine Wohl zu beachten. Die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen. Die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen. Meiner Hochschule verbunden zu bleiben. Meiner Hochschule verbunden zu bleiben. Und mich dadurch des akademischen Grades würdig zu erweisen. Und mich dadurch des akademischen Grades würdig zu erweisen. Ich darf nun alle Kandidaten und Kandidaten einladen, das Versprechen gemeinsam abzulegen,
durch die kräftige Aussage, dies gelobe ich. Dies gelobe ich. Danke. Nach Ablegen dieses Versprechens darf ich Ihnen dann im Namen des MCs den akademischen Grad eines Bachelors of Art, eines Bachelor of Science, eines Masters of Arts und eines Bachelors of Science verleihen. Sie werden zum Nachweis im Anschluss die Urkunden erhalten. Nun zur Gelöbnisformel in Englisch, Herr Kollege Fein. I affirm that I will truly serve science, that I will truly serve science, promote its aims, practice my profession with conscience and dignity, and will well commit my life to serving humanity. I declare that I will observe and obey the general welfare, that I will observe and obey the general welfare, protect and honor the noble traditions of the profession, protect and honor the noble traditions of the profession, bear true faith and allegiance to my institution, thus prove myself worthy to this degree. I now request all the graduates accept this oath by stating together, To this I pledge. Thank you. By taking this oath, I confer upon you, in the name of the MCI, the academic degree Bachelor of Arts, Bachelor of Science, Master of Arts and Master of Science. Und ich darf nun Sie einladen, Ihren Platz zu nehmen und darf Kollegen Ralf Geimeier zu mir bitten, damit wir im Anschluss die Verleihung der Diplome vornehmen können. Danke. Sehr geehrte Festgäste, sehr geehrte Angehörige, liebe Absolventinnen und Absolventen. Am 7. Oktober 2019, das habe ich vorher noch nachgesehen, also vor etwas über 3 Jahren, hatte unser Team und insbesondere auch ich als Leiter des Studiums Management und Recht die große Freude, Sie am MCI als wissbegierige Erstsemestrige begrüßen zu dürfen. Heute, also 3 Jahre später, liebe Absolventinnen und Absolventen, feiern wir den erfolgreichen Abschluss Ihres Bachelorstudiums. Damit erfüllen sich sowohl für Sie als auch für uns jene Erwartungen, die wir wechselseitig aneinander vor 3 Jahren hatten. Wir als MCI hatten ja versprochen, Ihnen jene Studienbedingungen zu bieten, die es ermöglichen, Sie in 3 Jahren zu unternehmerisch denkenden Entscheidungsträgern auszubilden. Und Sie alle hatten zugesagt, jene Leistungsbereitschaft zu zeigen, die zur Bewältigung dieser zweifellos großen Herausforderung notwendig ist. Und heute können wir gemeinsam feststellen, mit Freude feststellen, dass dieses Ziel erreicht ist. Auch wenn es naturgemäß gerade für Ihren Jahrgang, ich brauche Sie nicht an die Herausforderungen der letzten Jahre erinnern, nicht immer einfach war. Das Studium Management und Recht ist charakterisiert durch eine Kombination betriebswirtschaftlicher und wirtschaftsrechtlicher Inhalte. Und die Beurteilung und Lösung wirtschaftlicher Fragestellungen unter Einbeziehung rechtlicher Implikationen, das ist unser Anspruch. Sie haben alle Lehrveranstaltungen bei Praxisprojekten im Berufspraktikum und insbesondere auch in Ihrer Bachelorarbeit bewiesen, dass Sie dieser großen Herausforderung gewachsen sind. Und Sie haben ja alle nicht nur fachliche Kompetenzen erworben, sondern in hohem Maße auch interkulturelle und soziale Fähigkeiten. In dem Zusammenhang ist besonders hervorzuheben, dass trotz der vorher erwähnten erheblichen Beschränkungen und großen Herausforderungen sehr viele von Ihnen über Studien- und Arbeitserfahrung im Ausland verfügen. Und diese beschriebenen Kompetenzen eröffnen Ihnen allen, sowohl in der heimischen Wirtschaft, aber auch in der internationalen Wirtschaft, große Chancen. Diesen Umstand belegt auch heuer wieder die Tatsache, und das darf ich jedes Jahr mit doch stolz erwähnen, dass viele Studierende noch vor Abschluss ihres Studiums entweder über eine fixe Anstellung oder eine fixe Arbeitsplatzzusage verfügen. Was uns besonders freut in diesem Bachelorstudiengang, dem Abschlussjahrgang, ist, dass einige von Ihnen
Ihre hochschulische Ausbildung in unserem Master International Business and Law, deren Absolventen wir gleich danach in Kürze auch vorstellen, beziehungsweise in anderen Masterstudien des MCI fortsetzen. Ein weiterer Teil von Ihnen wird weiterführende Masterstudien an anderen renommierten in- und ausländischen Hochschulen belegen. Für all diese Herausforderungen, die vor Ihnen liegen, wünschen wir Ihnen das Beste. Liebe Absolventinnen, liebe Absolventen des Jahrgangs 2019, zum Abschluss noch mein immer eigentlich geäußerter traditioneller Wunsch: Bitte bleiben Sie dem MCI und besonders Ihren Studienkolleginnen und Kollegen auch in Zukunft verbunden. Nutzen Sie die Netzwerke, die Sie in den vergangenen Jahren geknüpft haben, und fühlen Sie sich vor allem immer als ein Teil dieser Gemeinschaft, als ein Teil des MCI. Viel Erfolg! Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf nun zu den Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiengangs International Business and Law kommen. Deren Begrüßung erfolgt, nachdem das Studium rein in englischer Sprache angeboten wird, in Englisch. Dear guests, I may now welcome the graduates of the Master's Program International Business and Law. Distinguished graduates, dear colleagues, it has been an honor for our team and especially for me to accompany you in your studies in the last 2 years. Before the academic title is conferred to you in a few minutes, please allow me to highlight some of the challenges you had to overcome. The Master's Program International Business and Law is located at the interface between business administration on the one hand and legal studies on the other hand. Therefore, as graduates of our program, you have to be able to address legal issues in an international economic context and to develop business-oriented solutions in an international legal context. In our curriculum, we offered you a balanced combination of cross-cultural, management-oriented, and legal-focused subjects, hand-in-hand with a practical teaching approach. Many of you have made use of the opportunity to spend their third semester abroad at one of our partner universities. And some colleagues have even earned a second master's degree in one of our double degree programs. So today it is my pleasure to confirm that you all, together with the MCI and supported by our partners from practice, have reached your goals and you are now facing excellent career perspectives. On behalf of the MCI and our International Business and Law team, I wish you all the best for your career decision and a successful start to your professional life. Best of luck. Sehr geehrte Damen und Herren, es folgt nun die Einzelvorstellung aller Kandidatinnen und Kandidaten des Bachelorstudiums Management und Recht sowie des Masterstudiums International Business and Law. Und gemeinsam mit dem Promotor, Professor Dr. Franz Becker, überreiche ich Ihnen nun als Nachweis der Verleihung des akademischen Grades des Bachelor of Arts die Urkunde. Dear graduates of the Master's Program International Business and Law, now together with the head of our Academic Council, Professor Dr. Franz Becker, I have the honor to hereby present this certificate as proof of conferral onto you, the academic title of Master of Arts. Ich darf darauf hinweisen, dass bei der Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten der Titel der Abschlussarbeiten eingeblendet wird und bei jenen Kandidatinnen und Kandidaten, welche ihr Studium mit einem ausgezeichneten Erfolg abgeschlossen haben, finden Sie beim eingeblendeten Namen einen Stern. I would like to point out that the title of the thesis is displayed when the candidates are introduced, and for those candidates who have completed their studies with honors, you will find an asterisk next to their name.
Der Bachelor of Arts wird verliehen an Anna Albecker aus Salzburg. Alicea Barley aus Innsbruck. Philipp Bammer aus Linz. Ruth Blasinger aus Sandheim, Südtirol. Marie Brandl aus München, Deutschland. Milica Brankovic aus Innsbruck. Anna Breitenlohner aus Reit im Winkel, Deutschland. Monika Brückerhoff aus Uttendorf, Salzburg. Bernd Brutscher aus Dallas, Vorarlberg. Vanessa Dodier aus Rietzlern, Vorarlberg. Ricarda Gohm aus Frastanz, Vorarlberg. Nina Tschossmann aus Maishofen, Salzburg. Greta Gufler aus Wattens, Tirol. Lars Guckernick aus Hart, Vorarlberg. Laura Gutschelhofer aus Kramsach, Tirol. Carina Hammerle aus Kemmerton, Tirol. Lisa Hofer aus Lustenau, Vorarlberg. Leonie Holzbock aus Gudelfingen an der Donau, Deutschland. Isabel Hotschnick aus Obertrauburg, Kärnten. Alexander Huber aus Oberstdorf, Deutschland. Ilmar aus Fis, Tirol. Magdalena Kepka aus Szetierow, Polen.
Daniela Kläuber aus Hintersee, Salzburg. Alexander Knabel aus Pfaffenhofen, Tirol. Marian König aus Ohlang, Südtirol. Simon Lechtaler aus Lustenau, Vorarlberg. Anna Matt aus Bad Neu am Arlberg, Tirol. Jonas Nagler aus Greinau, Deutschland. Winnie Nuhu aus Innsbruck. Janika Otterbach aus Bad Dürkheim, Deutschland. Simon Pierhofer aus Latsch, Südtirol. Manuel Pirka aus Schlitters, Tirol. Hanna Plörer aus Zell am See, Salzburg. Lisa Sophie Pontasch aus Schwarz, Tirol. Dominik Brötsch aus Bergheim, Salzburg. Nina Rauter aus Thüringen, Vorarlberg. Gregor Maximilian Reinbold aus Scharnitz, Tirol. Ida Maria Salzgeber aus Schruns, Vorarlberg. Nicole Scheile aus Poing, Deutschland. Alexander Schennach aus Breitenbach am Inn, Tirol. Denise Scheucher aus Lauterach, Vorarlberg. Gregor Schmidt aus Auer, Südtirol. Valentina Spöttl aus Dornbirn, Vorarlberg. Applaus
Dania Stimpfel aus Oberhofen im Inntal, Tirol. Iris Ströhle aus Sulz, Vorarlberg. Sandra Czernitz aus Bratz, Vorarlberg. Sarah Wolf aus Dornbirn, Vorarlberg. Lisa Maria Zanger aus Pfons, Tirol. Und Johannes Tauser aus Galdür, Tirol. And now we are presenting our master graduates. The Master of Arts is conferred to Patricia Abfalterer from Dölsach, Tirol. Gianluca Berardi Vitor from Bolzano, South Tirol. Elena Conte from Castello di Gorgo, Italy. Fabienne Doulin from Starnberg, Germany. Ivona Galic from Rum, Tirol. John Gardiner from Richland Park, St. Vincent and the Grenadines. Manuel Koch from Michaela Bergbruckern, Styria. Nadine König from Feldkirch, Vorarlberg. Matthias Mitterer from Going am Wilden Kaiser, Tirol. Alexandra Batzak from Schwerin, Germany. Simon Poschinger from Klagenfurt. Elena Preimann from Matze, Salzburg. Borana Hitiku from Elbasan, Albania. Emily Scanlan from Munich, Germany. Andreas Schmidt from Schopfloch, Germany. Thea Tonajec from Terzin, Slovenia. And Egon Simon Veit from Wiener Neustadt, Lower Austria.
In the last part of my remarks, I would now like to mention those colleagues who graduated with a double degree. Gianluca Berardi Vitour, Edinburgh Napier University, Edinburgh, Great Britain. Simon Poschinger, National Kaohsiung University of Science and Technology, Kaohsiung City, Taiwan. And last but not least, Elena Preimann, National Kaohsiung University of Science and Technology, Kaohsiung City, Taiwan. Congratulations. Sehr geehrte Damen und Herren, es folgt nunmehr eine musikalische Untermalung und danach die Vorstellung der Absolventinnen und Absolventen des Departments Mechatronik durch den Kollegen Professor Merle. Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Festgäste, aber vor allem liebe Spondierende. Nachrichten schauen war auch schon einmal lustiger. Wir haben jetzt knapp 3 Jahre Pandemie, Krieg. Irgendwie wartet man nur mehr drauf, bis die Nachricht eines Meteoriteneinschlages kommt. Die Wirtschaft ist auch schwierig, Arbeitslosigkeit ist gering. Aber was hilft einem schon ein Arbeitsplatz, wenn galoppierende Inflation die Ersparnisse frisst und das Gehalt dauernd weniger wert wird. Irgendwie ist es eine Situation, die zum Verzweifeln ist. Aber Gott sei Dank gibt es junge Menschen, die nicht verzweifeln. Und auch in diesen denkbar schwierigen Rahmenbedingungen, auch technisch schwierigen Rahmenbedingungen, in die Zukunft investieren und an unsere Zukunft glauben. Und 2, 3, 5 Jahre ihres Lebens in ein Studium investieren. Und ich bin stolz auf Sie, dass Sie dieses Investment auf sich genommen haben. Und ich bin nicht nur stolz, ich bin auch dankbar, weil es ist etwas, was Sie nicht nur in sich investiert haben, sondern auch etwas, was Sie für uns tun, für unsere Wirtschaft, für Europa, für unsere Zukunft. Aber mein zweiter Gedanke, und das ist vielleicht ganz wichtig für mich, weil ich sonst dazu keine Gelegenheit habe, gilt Ihnen. Wir kennen uns nur indirekt. Sie kennen vielleicht den einen oder anderen Professor von Horrorgeschichten. Ich kenne Sie auch, vielleicht indirekt über den einen oder anderen Studierenden, aber wir haben uns nie getroffen. Und dabei haben wir Ihnen so, so viel zu verdanken. Sie haben nämlich auch sehr viel in diese Studien investiert. Sie haben sicher viel finanziell in diese Studien investiert. Sie haben sicher auch Nerven in diese Studien investiert. Nicht immer läuft alles fantastisch bei einem Studium. Und ich bin mir sicher, es waren Sie, die dann Händchen gehalten, getröstet haben, gut zugeredet haben, dass es dann beim zweiten Anlauf, vielleicht erst beim dritten, dann doch funktioniert hat. Aber es hat funktioniert. Aber ich spreche nicht von diesen
Investitionen. Ich spreche von dem, dass sie uns eigentlich das Allerwertvollste gegeben haben, das sie besitzen. Und zwar ihre Lieben, ihre Söhne, ihre Töchter, ihre Partner, ihre Enkel, ihre Enkelinnen, ihre Neffen, ihre Nichten. Das Wertvollste, das sie besitzen, haben sie uns überantwortet in unser Studium. Und diese Verantwortung haben wir mit sehr großer Demut übernommen, sicher nicht immer alles richtig gemacht, aber immer unser Bestes gegeben. Und es macht mich schon auch ein bisschen stolz, dass wir heute die Frucht dieser Anstrengung, die Sie getroffen haben, aber auch natürlich Sie getroffen haben, hier heute auf dem Publikum, auf dem Podium sehen. I guess you already saw that not all are the same with respect to the colors. Some are orange, some are blue. The blue ones are the ones who wanted to know it in particular, who wanted to know every detail, who added another 2 years to their studies. Not only did they study differential equation and circular integrals and whatever, they also did this in a foreign language, a language which is not their mother tongue. And this, I think, is really a remarkable feat. I'm proud of you that you did this extra step and went this extra mile in order to finish today with your master degrees. And also, I have to say, I'm a little bit proud because among those blue ones on the right side, there is one hiding who finished his master degree in medical engineering. And I'm allowed here to speak on behalf of Daniel Sieber and his team, who are leading this and doing this medical engineering program in order to give you your Diploma today. Sehr geehrte Damen und Herren, während ich gemeinsam mit dem Promoter die Urkunde als Nachweis der Verleihung des akademischen Grades Bachelor of Science und Master of Science überreiche, bitte verlieren Sie die Kontenance. Schreien Sie, kreischen Sie, springen Sie, jodeln Sie, was immer notwendig ist, um Ihrer Freude Ausdruck zu verleihen, denn das ist heute wirklich, glaube ich, der richtige Tag dazu. Aber zuerst, geehrte Absolventen des Bachelorstudiengangs, erheben Sie sich. Der Bachelor of Science wird verliehen an Marco Astner, Rixleck, Tirol. Lukas Baldo, Leifas, Südtirol. Jasmin Eder, Nickelsdorf, Tirol. Jonas Egitz, Kufstein, Tirol. Andreas Enk, Telfs, Tirol. Lukas Fiegel, Innsbruck. Elias Gasser, Enneberg, Südtirol. Christian Quader, Klausen, Südtirol. Jonna Golks, Brühl, Deutschland.
Klaus Gruber, Kappel, Tirol. Stefan Hellriegel, Absam, Tirol. Thomas Hofer, Trins, Tirol. Patrick Kamenschek, Innsbruck. Simon Kasserer, Innsbruck. Manuel Kaufmann, Brandenburg, Tirol. Johannes Kogler, Wattens, Tirol. Roland Kummer, Innsbruck. Vanessa Lukasser, Thurn, Tirol. Christian Moll, Kufstein, Tirol. Marco Benz, Innsbruck. Alexander Plattner, Zierl, Tirol. Matthias Prast, Flach, Tirol. Lukas Brehm, Innsbruck. Noah Profanter, Seis, Südtirol. Philipp Radelbeck, Brutz, Tirol. Laurin Rossmeier, Aldrans, Tirol. Stefan Scherler, Aachenkirch, Tirol. Fabian Schiesendoppler, Steinach am Brenner, Tirol. Patrick Seckmann, Hall in Tirol. Johannes Selb, Heiterwang, Tirol.
Philipp Temsamani, Navis, Tirol. Thomas Wallner, Kitzbühel, Tirol. Ephraim Westenberger, Wattens, Tirol. Julian Wiedmann, Rodeneck, Südtirol. Tobias Wurzer, Innsbruck. Martin Zoller, Straß im Zillertal, Tirol. And now we are presenting our master graduates. The Master of Science is conferred to Sebastian Bauer, Aschau, Germany. Simon Felbermeier, Counts, Tyrol. Thomas Giuliani, Innsbruck. Markus Hausladen, Grassau, Germany. Andreas Hofer, Salentine, South Tyrol. Martin Meyer, Van Dans, Vorarlberg. Stefan Moser, Innsbruck. Philipp Roch, Zell am Hammersbach, Germany. Raphael Siegloch, Brackenheim, Germany. Christoph Sulzenbacher, Innsbruck. Oliver Ungerer, Kurtatsch, South Tyrol. And our graduate of the Master's Program Medical Technologies, Matthäus Enzenberg, Bill, Tirol. Sehr geehrte Damen und Herren, es folgen die Dankesworte der Studierenden. Zumindest hoffen wir Professoren das immer. Aber zunächst Musik.
Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter des MCI, liebe Festgemeinde, liebe Absolventinnen und Absolventen. Vor ziemlich genau 3 Jahren saß ich hier in der Dogana bei der offiziellen Willkommensveranstaltung aller 9 Studienjahrgänge. Ich lauschte gespannt den Worten unseres Herrn Rektors und des Hochschulkollegiums und fragte mich, was mich wohl erwarten würde. Es war der Beginn eines neuen, spannenden, aber auch herausfordernden Lebensabschnittes. Oder viel besser, der Beginn einer Reise. Heute geht sie für viele von uns an dieser Stelle zu Ende. Eine Reise geprägt von einer Fülle von neu erlerntem Wissen und Kompetenzen. Eine Reise mit oft schier unüberwindbar scheinenden Hindernissen. Eine Reise, auf der aber auch neue Kontakte und Freundschaften geknüpft wurden, die darüber hinaus bestehen bleiben werden. Stellvertretend aller hier versammelten Absolventinnen und Absolventen darf ich die Dankesworte übermitteln. Das MCI unterhält enge Kontakte zur Tiroler Wirtschaft und zu renovierten Unternehmen. Diese bieten den Studierenden mit Projekten und Praktika die Gelegenheiten zur Vertiefung des erlernten Wissens. Zudem dürfen Bachelor- und Masterarbeiten über betriebliche Themen verfasst werden. Danke allen Partnern, Trägern und Unterstützern des MCI. Ich möchte mich beim Rektorat und allen übergeordneten Dienststellen des MCI bedanken für die Organisation und stetige Weiterentwicklung dieser so beeindruckenden Hochschule. Die von Ihnen geknüpften Kontakte gehen mittlerweile weit über die Landesgrenzen hinaus. Natürlich erfordert jedes akademische Department eine individuelle Organisation und Planung. Allen voran gilt der Dank den jeweiligen Studiengangsleitern, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Offices und all jenen Heinzelmännchen und Weibchen, die im Hintergrund zum Funktionieren dieser Institution beitragen. An dieser Stelle müssen auch die Studiengangsvertretung ÖHMCI und alle einzelnen Jahrgangsvertreter erwähnt werden, die sich neben dem Studium in unzähligen und unentgeltlichen Stunden für unsere Belange einsetzen. Danke für eure Bemühungen. Mentoring the Motivated. Gemäß dem MCI-Leitspruch wurden wir während unserer gesamten Reise von unseren Lektorinnen und Lektoren begleitet und gefördert. Ich möchte mich bei Ihnen allen bedanken für die spannenden Lehrveranstaltungen, für das vermittelte Wissen und für die geweckte Neugierde und Begeisterung für die einzelnen Gebiete. Die Pandemie erforderte zudem eine Flexibilisierung des gesamten Lehrbetriebs. Danke für euren Einsatz, der weit über die Vorlesung hinausgeht. Der Dank gebührt natürlich auch allen Mitstudierenden für die gemeinsam durchlebte Zeit, für die Zusammenarbeit in Lerngruppen, bei Projekten und in Laborveranstaltungen, für die spannenden Diskussionen und natürlich auch für den gelegentlichen philosophischen Austausch bei einem Kaltgetränk. Die letzten Jahre waren nicht nur für uns herausfordernd. Ich möchte mich bei unseren Familien, Freunden und ganz besonders bei unseren Partnerinnen und Partnern bedanken für das entgegengebrachte Verständnis und für den stets motivierenden Zuspruch in schwierigeren Zeiten. Danke, dass ihr an uns geglaubt habt. Danke euch allen, die uns auf unserer Reise begleitet haben. Dear representatives of the MCI, dear ceremonial community, dear fellow students. What a journey it has been over the last years. 3 years full of learning, orientating and success for the bachelor graduates, 2 years full of experience and excellence for the master graduates. I'm here today to represent bachelors as well as masters, and I hope I can take all of them with me on a short trip through these last years. Studying successfully has never been easy, and the past years have not made it easier. We went through challenging times, full of spontaneous changes and adaptations. I think I can speak for all of us when I say that studying from home in an originally presence-based degree was not what we had expected. The current challenges were manifold. Starting from not being able to bond with your fellow students to completely changing the setting of lectures, learning and examinations.
Still, I think the majority of us has found a way to deal well with the changing environment. Nevertheless, students as well as lecturers have tried to make the most of it and well work together on the common goal of putting ourselves on a higher level of knowledge, academic maturity, and position for a bright future. At the same time, I'm very happy that we now hopefully have passed these times, and I'm very delighted that we are now able to celebrate our degree here all together in this festive environment. Successfully finishing our studies was only made possible by the support from many sides. It is now time to thank all these people and institutions. I would, beside the rectorate, furthermore also like to send a big thanks to all the involved service departments, whose work is often done in the shadows but is still very essential to the functioning of the MCI. I want to thank everyone else on a representative basis, since reciting all the services offered by the MCI and all the people involved would go beyond the scope of this speech. However, I would like to take the opportunity to thank all the staff involved once again for their commitment. I would also like to thank the lecturers in the Management and Law and International Business and Law Department, as well as the guys in the office management. Over the years, we have learned to appreciate their work, which is not always easy. The HMCI again should also be mentioned here, since students are engaging on a voluntary basis with plenty of efforts for the students' concerns. And I can say from my own experience that this is often quite challenging in addition of being a student. Finally, I would like to express my sincere thanks to our families, friends and partners for the support also in difficult situations. Last but not least, I would also like to thank all my fellow students. In the last years, many friendships have been developed which will last long even after the studies are over. Thank you for the great time. Nun, sehr verehrte Damen und Herren, irgendwann, so furchtbar es sein mag, es geht irgendwann auch einmal der schönste, festlichste Festtag, Graduierungsfeier, zu Ende. Heute ist mir eines eingefallen, als ich Sie aus Oberstdorf und Vorarlberg habe kreischen und jubeln gehört. Das habe ich das letzte Mal getan in dieser Form, als meine Frau meinen Heiratsantrag angenommen hat. Und aus dem Jubel, den ich ihr entgegengebracht habe, werden Sie vermutlich ahnen können, dass es nicht ganz leicht war, sie zu gewinnen. Nun, heute wird es spannend, ob ich, wenn ich dann nach Hause komme, ob ich mit einem derartigen Jubeln und Kreischen begrüßt werden werde. Was möchte ich Ihnen mitgeben? Ganz am Ende sind ein paar organisatorische Anmerkungen. Und bevor ich dazu komme, auch von meiner Seite ein kräftiges Dankeschön. Und zwar an jene, die heute noch nicht genannt, aber wohl gehört wurden. Lassen Sie mich mit einem kräftigen Applaus Danke sagen an die Haller Stadtpfeifer, das beste Bläserensemble, das Europa aufzubieten hat. Nun, zu den organisatorischen Anmerkungen. Sie werden bemerkt haben, dass Sie vor sich oder unter Ihrem Popschall einen Abschnitt finden, den Sie ausfüllen können, wenn Sie eines bekommen möchten. Wir geben einmal im Jahr unseren großen Absolventinnen- und Absolventenkatalog heraus mit mehr als 1000 Alumni des laufenden Jahres. Und nachdem wir noch Diplomprüfungen im Laufen haben und wir die Alumni alle drinnen haben wollen, mit Foto, mit Herkunft, mit Namen, mit Diplomarbeitsthemen, mit Auslandsaufenthalten und all diesen Informationen. Wenn Sie diesen Absolventenkatalog am Ende haben wollen, als nette Erinnerung und auch für zukünftige Netzwerke, dann füllen Sie das aus und geben es einfach draußen ab. Und wo können Sie es abgeben? Sie können es abgeben, es steht ganz groß, es ist ein großer Stand. Dort steht MCI-Shop oben. Dort gibt es Boxen, wo Sie das einwerfen können. Und bei der Gelegenheit, ich weiß nicht, Sie haben noch etwas gefunden.
unterm Popscholl, das ist das. Denken Sie daran, wenn Sie schon dort sind, in 2 Monaten feiern wir Weihnachten, Sie kommen heute nicht zum Einkaufen, außer bei uns. Schenken Sie Freude, schenken Sie MCI, schenken Sie Marke und Netzwerk und Erinnerung an diesen gemeinsamen Tag. Ein paar, und übrigens, nachdem wir heute, was wir unendlich bedauern, normalerweise beschließen wir einen Festakt, eine Graduierungsfeier mit einem Empfang, mit einem Sektempfang. Wir können das angesichts der Corona-Regeln nicht tun, wir dürfen das nicht tun, aber unser Team hat etwas vorbereitet. Kurzfristig. Sie alle erhalten, Ihre Alumni, Neo-Alumni, erhalten eine Flasche Sekt Sparkling. Und nun, und auch Becher, damit Sie dann direkt, wo immer, wenn Sie sich dann zurückziehen oder draußen anstoßen können. Und bei der Gelegenheit, wenn ich schon Danke sage und das Thema Unternehmerische Hochschule noch einmal unterstreichen darf. Gestern um 5 Uhr am Nachmittag haben wir die Nachricht bekommen, dass aufgrund eines Unfalls des Lieferantenautos der Sekt verunglückt ist. Nun, 5 Uhr am Nachmittag, Freitag, unser Team bis Mitternacht arbeitenden. Wo kriegst du denn jetzt 500 Flaschen Sekt her? Gekühlt, mit Bechern. Unser Team macht's möglich. Also, Sie werden heute ein Kaltgetränk haben. Und bei dieser Gelegenheit darf ich ganz, ganz besonders 2 Persönlichkeiten nennen. Das ist unsere Frau Tanja Gschwenter und unsere Bettina Stichaner. Was ihr leistet, ist unglaublich. Sie, sehr verehrte Damen und Herren, nachdem ja gewissermaßen der Sektempfang ausgefallen ist, erhalten auch einen kleinen Gutschein, den Sie einlösen können, auch beim MC-Shop. Und damit haben Sie auch, Sie brauchen auch nicht einkaufen zu gehen heute. Ich möchte Ihnen vielleicht noch 2, 3 Dinge mitgeben. Zum einen möchte ich mich bedanken bei den Sponsoren dieses Festakts. Sie sehen diese festliche Kleidung, Sie sehen diese Sponsionsschals powered bei Swarco. Sie sehen in Ihren Sponsionsgeschenklein, in Ihren Tütchen, sehen Sie Powered by Swarovski, the Jewelry Company. Sie sehen Kleinigkeiten und größere, nette, feine, glitzernde Annehmlichkeiten. Heute etwas auch zum Memorisieren. Damit auch hier Danke an unsere Sponsoren. Nun 2, 3, ja danke, ich glaube, das lohnt sich. Und der Ausblick an die Zukunft darf sehr kurz ausfallen. Schauen Sie, wir haben jetzt heute Ihnen vorgeführt, was da alles entstanden ist. Aber wir werden nicht ruhen, nicht rasten. Wir haben heuer Bewerbungen aus 80 Ländern bekommen um ein MC-Studium. Wir haben jetzt mehr als 300 Partneruniversitäten. Wir haben 15 englischsprachige Studiengänge. Wir haben 25 Double-Degree-Optionen in aller Welt. Wir haben den Hut in den Ring geworfen, eine europäische Universität zu werden und den Zuschlag bei der Europäischen Kommission bekommen, was in ganz Europa nur 50 europäische Universitäten geben wird. Wir werden diese Internationalisierung vorantreiben. Wir werden Forschung, Technologie, Entrepreneurship und Startups vorantreiben. Sie haben den Umbau bemerkt, wenn Sie heute vorbeigegangen sind. Wir bauen ein Entrepreneurship Center. Wir haben gerade eine private Spende aufgetrieben von, halten Sie sich fest, aus privaten Mitteln, ein Freund und Gönner, 1 Million Euro, damit wir Startup-Vorhaben unterstützen können. Und ich glaube, das ist das, was irgendwie auch symbolisch dafür steht,
dass man zurückgibt und dass man auch selber aufgefordert ist, etwas zu tun. Und auch wenn Sie jetzt gerade keine Million dabei haben sollten, aber wenn jemand später mal oder zeitnah daran denken wollte, uns irgendwie zu helfen mit Stipendien und so weiter, diese Dinge sind auch steuerlich absetzbar. Gut, im Übrigen, und ganz, dann komme ich wirklich zum Ende, eines, worauf Sie vielleicht warten werden, jetzt zum Neubau, hat er nichts gesagt. Wohl, ich werde was sagen. Den ersten Regierungsbeschluss zur Errichtung des MC-Campus haben wir, halten Sie sich fest, Sie sitzen gut, aus dem Jahre 2002. Muss ich noch was sagen? Es ist an der Zeit. Das nennt man It's Highest Railway. Und wir werden, also das höchste Eisenbahn, und wir werden diesen Campus im Wert von 150 Millionen Euro realisieren und wir werden nächstes Jahr Baubeginn haben. Und er wird schöner und größer, als wir uns alle das erhofft und erwartet haben. In dem Sinne, alles, alles Gute, genießen Sie den Tag, glauben Sie an die Zukunft und packen Sie es an. Danke. Thank you.